Boah, was für ein helles Licht. Schau nicht ins Licht, Terra! Was? Ich hab doch gar nicht reingeguckt. Nehme Kelch eines alten Volkes. Komm, den nehme ich mit. Genauso wie das Metallstück eines alten Volkes. Und die Schale eines alten Volkes. Die könnten... Wow, es hat gerade voll geruckelt. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Jetzt gehen wir da mal ganz genüsslich die Treppe runter. Weil ich mir einfach mal Zeit lassen möchte. Nein, komm. Wir laufen damit voller Geschwindigkeit hinunter. Konnte ich eigentlich auch irgendwie um die Ecke gucken? Ich glaube, das ging nicht. Was ist das da? Flammenbisse, Rang 1. Und hier, da liegt doch was. Was ist das? Alte Kristallmünze, Wert 10. Die nehme ich gerne an mich. Genauso wie das hier und das hier. Das können wir vielleicht gut verkaufen. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich gerne dieses Buch in mich aufsaugen. Da, Zauberbuch, Flammenbiss. Ein Flammenstoß, der 6 Feuerschaden pro Sekunde verursacht. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Bams! So. Dann nehmen wir auch mal einen Flammenbiss noch dazu. Was war das denn gerade? Elementarismus. Ach so, um besser mit den Magiefähigkeiten zu werden, muss ich Elementarismus halt besser machen. Und hier ist es, glaube ich, dann die Lichtmagie. Aha! Dann macht das nämlich mehr Schaden hinterher. Und da gibt es bestimmt noch Beschwörungszauber und so weiter und so fort. Also, das wird noch höchst interessant. Löst gezielt Fallen aus, um damit Gegner zu besiegen zu können. Kann ich den von hier eigentlich abbritzeln? Ich glaube nicht. Ich werde das mal anders probieren. Wir nehmen mal den morschen Langbogen und ich ziele da mal ganz gekonnt auf den Kopf. Bäh. Hui! Okay! Das hat ihn tatsächlich umgebracht. Ich habe jetzt mir einfach gedacht, oh komm... Der wird vielleicht nicht gleich ganz sterben, aber er ist tatsächlich komplett gestorben. Ihr seid auf Stufe 2 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute, Lebensenergie 90, Mana 88, Stamina 95. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Die Lebensenergie wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Oder Mana? Komm, Mana. Drückt H, um das Heldenmenü zu öffnen. Tastenzuweisungen könnt ihr unter Mod-Konfiguration ändern. Ich denke mal, H ist eigentlich fürs Heldenmenü. Das kann man sich ja merken. H wie Heldenmenü. Kann man das doch schon mal machen. Da, Einhand. Ich habe hier, das Einhand habe ich jetzt schon auf 16. Und ich habe hier 3 Handwerkspunkte, einen Erinnerungspunkt und 5 Lernpunkte. Kann vielleicht dieses mit diesem Handwerk, können das vielleicht diese Zettel sein, die ich immer mitnehmen kann? Dass ich das mit diesen Handwerkspunkten irgendwie... benutzen kann. Ah, es wird noch interessant. Einhand. Das Einhand bestimmt euer Geschick im Führen einhändiger Waffen, wie Schwerter, Dolche, Einhandäxte und Streitkolben. Je höher euer Können, desto mehr Schaden richtet ihr mit diesen Waffen an. Einhand unterliegt den Erinnerungen des Klingentänzers. Aha. Des Klingentänzers, okay. Ui, was haben wir denn da? Ein altes Schwert. Das nehme ich auch gerne mit. Genauso wie die alte Kristallmünze und Ambrosia. Und die Leiche hat Menschenfleisch. Ich nehme es trotzdem mit. Die sieht sehr alt schon aus. Dass überhaupt das Menschenfleisch noch rot ist. So, was haben wir denn da? Interagieren. Magisches Symbol. Ich finde, die sehen voll schön aus. Und die müssen wir versuchen, alle zu finden. 3, 2, 1. 1 von 100 magischen Symbolen gesammelt. Und das bringt 52 Erfahrungspunkte. Und der Höhentroll hat Trollfett mit dabei gehabt. Ich werde jetzt trotzdem hier nochmal gucken gehen. Oh, da liegt was.
alte Vagabund-Kluft. Nehme ich gerne mit. Huch. Ich zertrampel erstmal alles. Hübsa. Ein bisschen ruckeln tut das hier irgendwie. So, Goldbeutel nehmen. Den nehme ich mit. Genauso wie den Genesungstrank. Und hier der Rucksack. Was ist denn da? Gift des Leidens. Entzieht 3 Punkte Lebensenergie für 3 Sekunden. Das könnte man mal ausprobieren. Morscher Langbogen. Hier liegt sogar ein Pfeil. Ich glaube, das ist der, den ich daneben geschossen habe. Ich nehme den Bogen auch nochmal mit. Gibt es hier sonst noch was? Ich will da hoch. Weißt du, ich will mich ja genau umgucken. Und da muss man ja... Oh! Tatsächlich! Hätte ich mich jetzt nicht umgebracht, wollte ich schon sagen. Hätte ich mich jetzt nicht umgesehen, dann hätte ich das hier gar nicht gefunden. Flammenstab. Ein Flammenstoß, der 5 Feuerschaden pro Sekunde verursacht. Brennende Ziele allein mehr Schaden. Nehmen wir doch mit. Zauberbuch nehmen wir auch mit. Und dann haben wir hier noch ein Skelett, was ein bisschen zerstört ist. Aber ich glaube, sonst liegt hier nichts, oder? Hä? Was war das denn jetzt? Bin ich hier gerade irgendwie durch den Boden noch geflogen? Also Knochen, ne? Wenn die irgendwo rumliegen, das ist das tödlichste aller Gegenstände. So, noch eine Leiche. Noch mehr Menschenfleisch mitnehmen. Der Troll liegt hier echt gut. Oh, der hat voll den Stinkefuß. Oh Mann, ich glaube, ich muss mal kurz auf die Falle gehen. Oh, ich hätte mich ja noch nicht mal umgebracht. Na, das finde ich jetzt aber doof. Ich wollte mich jetzt gerade mal umbringen, weil der Fuß so gestunken hat und ich meinem Leben ein Ende setzen musste. Naja, öffne Sonnenküste. Boah, diese Musik. Ja, die ist doch gleich viel besser. Da ist ein Wolf. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir den Waldbären. Hä? Da sind auch Pilze. Die kann ich aber leider nicht mitnehmen. Ernte Salzwurzel. Cool. Kann ich damit kochen? Wir werden das jetzt gerade mal sehen. Da, Salzwurzel. Schädigt die Ausdauer. Und dann habe ich doch hier noch Beeren eingesammelt. Hier, Waldbeeren. Anfälligkeit für Magie erkundet. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch eine heilende Wirkung haben können. Weil Beeren würde Sinn machen. Hä? Wo pflück ich die denn? Ich sehe die nicht mal. Aber das könnte das hier sein. Oh, wieder so ein schöner Wasserfall. So, jetzt habe ich da so einen blöden Wolf. Das heißt also wieder zielen und Schuss! Wir sollten mal ganz schnell das Schwert nehmen! So! Da haben wir den Wolf einmal erschlagen. 2 Pfeile haben wir wieder zurückgekriegt und wir haben hier Fleisch. Heilt euch um 4 Punkte Lebensenergie für 6 Sekunden außerhalb des Kampfes. Okay, rohes Fleisch ist jetzt nicht gerade das Beste. Aber es ist ausbar. Na, der Wolf hatte wohl gerade ein Festmahl. Leiche eines Kletterers.
20 Eisenpfeil. Das ist super. So, Genesungstrank kriegen wir auch 2 Stück. Dann haben wir hier sogar Handschuhe. Die nehme ich mal mit. Die kann ich eigentlich gleich anziehen. Mana-Trank. Den Bogen lasse ich hier. Die Spitzhacke lasse ich hier. Was ist das? Lebensabsorption. Absorbiert 3 Punkte Lebens. Leben vom Ziel. Kann nur auf feindliche, gesinnte Ziele gewirkt werden. Das hört sich interessant an. Ob ich mich damit heilen kann? Oh, hier. Elementarismus. 1 auf 16 erhöht. Sehr gut. Wo sind denn diese Bücher zu finden? Ich finde die immer nicht. Ach, hier hinten. Lebensabsorption. Das Buch kann ich ja nicht lesen. Da ist auch schon das Auge, weil ich es schon lesen kann. Weil ich es schon benutzen kann. Ich bin der Meinung, Lebensabsorption hatten wir noch nicht. Das dürfte das erste Mal sein, dass ich den Zauber hier überhaupt habe. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das heißt also, wir müssen mal ein runter. Ich wüsste mal gern, wie mich hier gerade sieht. Ist das die Krähe da unten? Ist doch eine Krähe, oder? Ah ne, das ist eine Taube, ist das. Schwere Kämpfe erfordern Taktik. Drücke während des Blockens M2, um einen Stoßangriff auszuführen. Ach so. Ja. Habe ich ja schon die ganze Zeit immer gemacht. Ach du hier, da unten sind ja so ein paar. Oh, das hier mit diesen Glühwürmchen. Und diese leuchtende Schmetterlinge? Sag mal, gibt's denn leuchtende Schmetterlinge? Wo sind die Wölfe hin? Ach da. So, dann werden wir mal gucken, ob das was bringt. Oh je, die bewegen sich zu schnell. So, wenn ich jetzt die Absorption benutze. Nehmen wir das jetzt mal an, dass ich das versuchen möchte. Ich heile mich damit, das ist ja super. Man darf es allerdings nicht zu sehr... ausreizen. Jetzt habe ich natürlich keinen Mana mehr. Ah! Was? 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 Hilfe! Da kommt der da einfach durch! Willst du mich verarschen? Ist er tot? Okay, jetzt ist er tot. Alter, das war ja gerade voll das coole Manöver, was ich hier gemacht habe. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Ausdauer. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich keine Ausdauer und kein gar nichts habe, wie soll ich denn dann gegen einen Wolf kämpfen? Wobei das geht. Ey, diese Musik kenne ich noch gar nicht. Die ist ja voll genial. Na los! Ja! Der Wolf ist auch tot. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Der Wolf, der ist tot, der Wolf ist tot. Er kann nicht mehr schreien, Kukudi, Kukuda. Oh mein Gott, ey. Ey, so in der Außenansicht zu kämpfen, ist eigentlich auch mal nicht schlecht. Das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet. Glühwürmchen, Mondscheinfalter. Ich werde jetzt einfach hier erstmal alles einsammeln. Was irgendwie fliegt. Man nennt mich ein Kulturban... Nennt mich ein Kulturbanausen.
Aber ich esse die Natur. So. Hier sind auch ein paar Libellen. Libellen! Und hier sogar ein Fisch. Und noch ein Fisch. Silberling. Doch, die bringen tatsächlich was. Ausdauer wiederherstellen. Die Libelle? Ausdauer wiederherstellen. Der Mottenflügel. Mana schädigt. Die Langflosse. Anfälligkeit für Frost. Oh. Das ist jetzt aber Zufall hier, dass ich hier doch noch was finde. Skelett. Hier liegt ein Eisendolch. Ein Goldbeutel. Das hat 9 Münzen dazugegeben. Genesungstrank. Und ich kriege sogar eine alte Vagabundkapuze. So, jetzt möchte ich mich mal etwas einkleiden. Eine Kapuze. Die Vagabundkluft. Und Handschuhe. Tja. Wir sehen sehr eingepackt aus. Aber bei dem Wetter passt das. Und das sieht so ein bisschen... Das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Diebesaufzug, den wir jetzt anhaben. Finde ich persönlich jetzt. Aber sieht gut aus. Was ist denn das? Was ist das für eine Taube? Eine Taube, die im Wasser schwimmt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Verdächtiger Erdhaufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh. Da kann man also graben. Lehrlingsbuch Lichtmagie. Auf jeden Fall brauchen wir das. Knochenmehl. Nehme ich auch mit. Genesungstrank. Von mir aus. 8 Münzen. Und die armselige Seelenstein. Oh, der ist mit einer geringer Seele. Ist sie gefüllt. Das ist ja cool. Könnten wir eigentlich auch mal den, wie nannte sich der Tisch? Ich habe den Tisch vergessen. Arkanverzauberer. Ich glaube, so hieß der Tisch. Können wir eigentlich auch mal benutzen. Na gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der hier heißt, aber der muss ja so ähnlich heißen. Und Fische muss ich vor allem ver... Ist das Gold? Das sieht derbe so aus, aber ich kann es nicht einsammeln. Das finde ich schade. Also, dass ich es irgendwie abschlagen könnte. Huh! Mensch! Erschreck mich nicht so! Die Flusskrabben greifen an. Was? Rastplatz entdeckt. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ich kann das Lied leider nicht mehr so. Aber die ganzen Sebastians greifen an. So. Das ist ja noch eine. Weißt du was? Da will ich jetzt nicht lange rumfackeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Rumfackeln! So. Ich hasse die Natur! Nein, sie haben mich ja angegriffen. Außer jetzt die eine Krabbe, aber die hätte mich auch noch angegriffen. Ich weiß das. Ich kenne das doch. Nicht anders. Niemand mag mich. So. Hier haben wir sogar noch Eisen. Dann nehme ich das auch noch mit. Eisen kann man immer gut gebrauchen. So, Eisenerz wurde im Inventar. Diese Ader ist ausgeschöpft. Ja, das sehe ich auch. Tja, so schnell ist sie leer. Aber immerhin 2 Eisen mitgenommen. Wie voll bin ich denn eigentlich schon wieder? Uiuiui, schon 136
Naja. Ich sehe es noch kommen. Ich werde noch voll, bevor ich überhaupt in der ersten Stadt bin. Kann ich da irgendwo hin? Hä? Da war doch gerade was. Irgendwas war hier gerade. Irgendwas hat hier kurz aufgeleuchtet. Was hat denn hier aufgeleuchtet? Hallo? Oder war hier ein Fisch? Ich dachte jetzt schon, da wäre ein Geheimgang. Schade. Traurig, aber war kein Geheimgang. So, dann wollen wir uns erstmal hier das Lager angucken. Oh, ein Brot. Her damit. Das hier scheint ein Schlafplatz gewesen zu sein. Ketten. Hauberg. Nehme ich auch mal mit. Wie sehe ich denn aus, wenn ich das anziehe? Ist auf jeden Fall eine schwere Rüstung. Das sieht irgendwie falsch aus. Da müssten die Handschuhe weichen und die Kapuze. Das geht eigentlich. So vom Design her. Aber ich finde irgendwie die Kluft mit der Kapuze und den Handschuhen immer noch am passendsten. Ja, das bleibt so erstmal. Da liegt hier noch eine Schaufel. Immer diese leeren Weinflaschen. Die saufen hier aber auch. Eine Säge. Was auch immer ich mit einer Säge machen könnte. Das sind Schuhe. Kettenstiefel. So. Dann will ich die mal anziehen. Jetzt macht es tatsächlich wieder Sinn, dass Captain Hand... Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Wenn ich mal ehrlich bin. Es fehlt jetzt halt nur noch der Helm. Ist der Helm hier zufällig auch noch? Weil ich mag so ein Mischmasch, mag ich meistens nicht. Das ist auf jeden Fall die schwere Rüstung. Schon wieder so eine Krabbe. Du kommst aber nicht auf die Idee, mich zu attackieren. Gut. Greifst du mich nicht an, greife ich dich auch nicht an. Was ist das hier? Achso, das sind Steine. Da muss ich, glaube ich, hin. Ist da irgendwas? Da steht so ein verdächtiger Baum. Okay, da komme ich nicht hin. Oh, da hinten. Guck dir mal diese Wasserräder da an. Oh, das zirpt ja auch gerade voll in meinem Ohren. Durch diese ganzen Grillen. Ist aber irgendwie voll schön von der Atmosphäre her. Das Mana braucht richtig lange zum Aufladen. Meine Güte. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran trainieren. Oh, eine Eispranke. Ich höre hier gerade ein Skelett. Oh, es hat mich getroffen. Du! Das ist es gar nicht. Das ist es. Oh. Das ist gerade irgendwie ganz cool zerfallen. So, Knochenmehl. Die Pfeile nehme ich auf jeden Fall. Warum ist hier ein Skelett rumgelaufen? Das ist hier die Frage. Hm.
Ist hier noch irgendwo was, was ich wissen müsste? Aber warum war da ein Skelett? Ich meine, so ein Skelett ist doch da nicht so einfach so, oder doch? Wenn sie nicht so... Ups. Ach, deswegen. Verdächtiger Erdhaufen. Aber da ist ein Totenkopf zu sehen. War das vielleicht ein Familiengrab? Oh, 25 Groschen. Wir haben jetzt schon 51. Hier gibt es auf jeden Fall eine Flöte. Alchemie. Das sind Handwerkspunkte hier. Ah, verstehe. Handwerkerpunkte. Schlösser knacken und Alchemie. Das gehört zum Handwerk. Das ist wieder was anderes von der Kategorie her. Ist ja richtig genial. Lichtmagie, da sind die Lernpunkte. Und Alchemie und Schlösserknacken, das sind die Handwerkspunkte. Sehr schön.